Harry sagt guten Morgen zum aktuellen Wettervideo. Heute beginnend hier an der Tschalka, 8.50 Uhr. Wir haben 23 Grad und es ist der 5. Oktober 2021. Ja, und hier sind sie wieder. Die Frage kam in den Kommentaren, wie sieht es denn aus mit der Mückenplage? Müssen wir auch Tarn mitbringen? Also, ich würde mal sagen, ratsam wäre es unbedingt notwendig. Ich glaube, nur hier im Bereich der Tschalka. Aber ansonsten habe ich in den letzten 2 Tagen keine neuen Stiche mehr abbekommen. Also, die sind hier aber auch noch gerade am Spritzen. Die Firma, die hier zuständig ist. Und ihr seht selber, die machen was. Hola. Und die nehmen die Sache nicht auf die leichte Schulter. Also, aber ihr könnt getrost kommen. Also kein Problem. Ja, 23 Grad, die Höchstwerte werden wieder 30 Grad erwartet, obwohl in der Vorhersage eigentlich nur 26, 27 steht, aber es wird wieder wärmer. Ja, bis vor kurzem hatten wir, und ihr seht es hier auch, Wolken, also keinen besonders schönen Sonnenaufgang. Aber ich war eh nicht auf, also, oder nicht draußen, sagen wir so. Aber ich habe gesehen, dass wir Wolken hatten. Ja, und heute gibt es einen besonderen Gruß und ich kann schon mal ein bisschen was verraten. Dieser Gruß, ich finde es was Besonderes, der geht nach Wattenscheid. Also jetzt können schon mal alle Leute aus Wattenscheid ein bisschen die Ohren spitzen. Und da komme ich an einer passenden Stelle dann dazu, den Gruß weiterzugeben. Ihr seht selber, hier sind sie alle beschäftigt, die Männer von der Gemeinde. Sauber zu machen, aufzuräumen, aber es gibt natürlich auch wichtigere Sachen, die nicht gemacht werden. So, nun die aktuellen Wetterdaten. Sonnenaufgang 7.57 Uhr, Sonnenuntergang 19.43 Uhr. Die Luftfeuchtigkeit wird wieder um die 70% liegen. Und der Wind auffrischend natürlich bis zu 23 Stundenkilometer. Also gestern hat die Vorhersage nicht gestimmt. Es war also wesentlich windiger mittags. Ihr habt es ja beim Video bei der Realität mitbekommen. Also fast unmöglich aufzunehmen. Aber komischerweise 2 Stunden später alles wieder weg. So sieht es hier aus am Morgen. Es ist noch nicht viel los, klar. Es ist genau 8.57 Uhr und das Thermometer hier zeigt jetzt schon 24 Grad an. Ja, der hat sich seinen Kaffee mitgebracht. Nicht die schlechteste Idee. So, und da möchte ich jetzt hinauf auf diese Düne, die Düne 43, das ist der Name dieser Düne, aber der ist nicht offiziell. Wie es da zustande gekommen ist, das habe ich schon mal erzählt. Aber ist das nicht schön hier? Und ich hoffe da oben auf wenig Wind. Die ist ja richtig unberührt, nach dem Sturm gestern. Ganz klar, dass man da keinen Fußabdruck sieht. So, hier oben auf der Düne 43, da hat man natürlich einen Wahnsinnsblick. Das seht ihr jetzt hier selber. Und diese Gelegenheit und diese Stelle möchte ich nutzen, ja, um den Gruß rüberzubringen nach Deutschland. Und zwar, es wird die Sandra aus Wattenscheid gegrüßt und der Absender ist ihr Mann Robert und er hat mich gebeten,
ihr eine Nachricht zu übermitteln. Und das mache ich jetzt. Hallo Sandra, ihr werdet am Freitag fliegen. Und zwar nach Gran Canaria für eine Woche. Es ist gebucht das Hotel Rondo in Playa de Ingles. Und ja, und warum, das kann ich dir auch verraten. Und zwar hat er mir wörtlich geschrieben. Sie, also die Sandra, dich lächeln zu sehen und der Gedanke, gemeinsam wieder am Strand spazieren gehen zu können oder zu gehen. Und das ist meine Liebe, sagt er. Also, wenn er das nicht schön gesagt hat, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, ich wünsche euch natürlich an dieser Stelle schon mal einen guten Flug. Wir sprechen uns vorher mit Sicherheit noch einmal. Und vor allen Dingen, dass die Überraschung auch geglückt ist. Und wir werden uns hier sicher sehen. Zumindest wenn ihr Lust habt, irgendwann hier am Strand. So, und jetzt extra Sandra nochmal für dich eine Runde von hier oben mit den besten Grüßen und Wünschen von Robert und natürlich von mir. Und ich glaube, viele werden sich hier anschließen. Er möchte da mit dir nach unten. Da möchte er mit dir spazieren gehen und dein Lächeln sehen. So, und ich weiß nicht, ob man es hört, aber das Meeresrauschen hier oben und vor allen Dingen kein Wind. So, jetzt geht's abwärts, dann bringe ich die Grüße nochmal bis ans Wasser. Ja, ich finde da eine ganz nette Überraschung, wenn der Partner davon nichts weiß und dann in den Urlaub fliegen darf. Ja, und das Meer heute wieder richtig glatt, also kein Vergleich zu den letzten Tagen. Ja, da braucht man keine Worte oder nicht viel Worte dazu hier. So, und ich sehe hier vorne schon wieder die Abrisskante, aber das mache ich dann auf dem Rückweg nochmal. Jetzt geht's erstmal hier in diese Richtung. So, jetzt hier an der Punta de Maspalomas wieder das gleiche Bild. Hier ist der Sandstrand und hier ist die Steinwüste. Das ist jetzt aber wesentlich größer, der Teil größer, wie wir es gestern gesehen hatten. Und ja, man kann aber immer noch gut laufen, entweder da oben am Schild oder hier noch im Wasser, und bei abnehmendem Wasser wird es natürlich hier dann auch noch einfacher. So, ich gehe jetzt ganz einfach mal hier entlang. Ja, hier oben oder auf der Düne oben, beziehungsweise hier immer noch ganz wenig Wind. Man kann
Ihr seht es ja selber, wunderbar in alle Richtungen aufnehmen. Und das ist natürlich hier wieder richtig schön. Ja, was gibt es noch zu berichten? Die liegen immer wieder, die Fragen sind im Oktober, November, die liegen da. Ich weiß nur, dass zwei Personen aus dem Bürgermeisteramt gefeuert wurden. Und angeblich hätte das auch was mit diesen Liegen zu tun, weil man es wohl auch jetzt komisch finde, dass man das nicht in die Reihe bekommt. Aber ich sag mal, ich persönlich, ich rechne noch diesen Monat damit. Aber das ist jetzt meine Einschätzung, ich weiß nichts Genaues. Und wenn ich unseren Strandmeister wieder sehe, dann werde ich ihn natürlich fragen. So, jetzt geht es erstmal wieder zurück und die Abrisskante hat auch was Gutes, denn man kann sie als Sitzbank gut verwenden. Da vorne sieht man das schon. So, und jetzt geht's Richtung Faro. So, ich hatte mir gerade Folgendes überlegt. Ich werde mich jetzt hier auf dem Weg verabschieden, denn mir ist gerade eben was passiert. Ich habe irgendwie die Kameraeinstellung verändert. Auf jeden Fall habe ich da im Display gesehen, Zeitraffer. Jetzt habe ich versucht, das wieder rauszubekommen, habe es auch geschafft, an dem kleinen Display den Zeitraffer-Modus zu entfernen. Und jetzt ist es mir doch eigentlich gerade so in den Sinn gekommen, ich könnte ja mal im Zeitraffer jetzt die Strecke hier ablaufen. Das heißt, ich werde es versuchen, jetzt wieder einzustellen und dann die Zeit kalkulieren und die Einstellung wählen, dass es auch dann in einem überschaubaren Maß ansehbar ist. Ich werde es testen und ihr werdet es dann sehen, wenn es sehenswert ist. Ansonsten werde ich es löschen. So, ich sage jetzt also hier nochmal Grüße nach Wattenscheid an Robert und Sandra und ob die Überraschung geglückt ist, werde ich erfahren. Ich wünsche auf jeden Fall allen jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns am Freitag, wenn ihr wollt, hier in Maspalomas am Faro. Conny wird auch dabei sein und ich sage euch, wunderschöne Bilder vom Victor, dem Maler, sind auch mit dabei. So, ansonsten wird es morgen früh die endlich versprochenen Bilder der Woche geben und wenn sich zwischendrin ergibt, natürlich auch. Ansonsten die Realität heute Nachmittag. Hasta luego. So, das mit meinem Zeitraffer, das hat nicht richtig funktioniert. Da muss ich noch ein bisschen in der Beschreibung lesen. So, und dann gehen wir ganz einfach hier noch ein Stück lang. Hier sind auch nicht so viele Menschen im Moment, weil der Strand da vorne ist doch schon ganz schön gut besucht. Ja, und die Hotels für den November, von einigen Stellen gehört, die sind sehr, sehr gut ausgebucht und da sind kaum freie Plätze zu bekommen. So, dann bleibt's dabei. Ich verabschiede mich jetzt. Hier kommen auch die Menschen, die wenig anhaben. Und das brauche ich nicht aufnehmen. So, noch einmal der Blick hier in die andere Richtung. Dann bis
bis morgen oder bis später. Hasta luego.